Wow, da nimmt er so gut wie gar keinen Schaden. Aua. Brenne! Verdammte Scheiße, ich fall hier da runter. Okay, okay, okay. Kämpfen wir hier? Ist das ein Zwei? Ey, zwei Höllentrolle überlebe ich doch nie. Dafür habe ich doch noch meint und überhaupt gar keinen Schaden. Friss das. Sehr gut, einer ist tot. Trollfett ist immer gut. Das Geile ist, ich habe ja mittlerweile echt ganz gut Magie geskillt, sodass ich meine Mana eigentlich sogar recht nice wieder auffüllen. Und immer mal wieder den Zauber raushauen ist halt recht nice, dann weil er den Flammenschaden abkriegt, schön gestunt. Jawohl. Okay, wir haben beide sogar besiegt. Nicht schlecht. Sehr, sehr, sehr gut. Wieso hat das Heilen das Fieber? Naja, weil das sonst zu leicht wird. Ganz einfach. Oh, so viel zum Thema RIP. Ich würde sagen, das haben wir ganz gut gelöst. Du hast auch noch ein bisschen Trollfett. Dass ich jetzt, also einer hat mich jetzt schon kurz gescared, aber zwei waren dann doch ganz schön übel. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut gelöst. Aha, was haben wir hier? Eine Schatulle. Mit einem Lehrlingsbuch des Einhandkampfes. Das würde ich ja im Moment gerade machen. Also das ist ganz nice. Und Schleichen. Das klingt nach zwei sehr, sehr geilen Büchern. So, wo war Lehrlingshandbuch? Boah, scheiße. Wo waren das hier? War das hier? Ja, ne? Hier waren doch die Lehrlingsbücher, oder? Nein? Ah, crap. Schon keinen Kopf mehr. Muss ich hier mal kurz scrollen. Da. Einhand auf 17 verbessert, sehr gut. Und Schleichen auf 16 erhöht. Diese Schatulle zu finden, möchte ich fast meinen, hat sich gelohnt. Das war gut. Und ich schau mal Quicksave rein, wa? Unrip, meintest du? Ja, ja. Genau. Ah, Rip-Trolle wahrscheinlich eher. So, Skelett hat nix. Hier lag eine Menge Blut. Wahrscheinlich haben die Trolle sind hier eher so ein bisschen ausgeflippt. So sieht das hier nämlich auch aus. Das haben die hier auseinandergenommen, die Ziegen. Aber das ist eine leere Ziege. Die hat nichts mehr drin. Hier auch. Alter, die sind... Die sind hier wohl schon ein bisschen ausgerastet. Okay. Oh. Oh, verzauberte Stiefel. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es während des Kampfes noch aktiv war, aber dieses Schild war schon gar nicht so scheiße, oder? Schritte des rätselhaften Nomaden ist ein Set-Gegenstand. Na, hallo. Mentalismus-Magie kostet 3% weniger, erhöht Mana um 8 Punkte. Elementarzauber kosten 4% weniger. So, was haben wir gerade für Schuhe an? Die hier. Schleichen ist 4% effektiver. Ist schön, aber dann nehme ich doch lieber das, was mit Zaubern zu tun hat. Ich glaube, das ist um einiges cleverer. Das Feeling hier ist geil, ne? Jetzt auch die Musik gerade. Das ist sehr geil. Skillen in Lebensmagie bringt das Vorteile beim Fieberzuwachs. Na, was heißt Vorteile? Wenn du mehr Leben skillst, hast du mehr zum Heilen. Ergo steigt dein Fieber mehr. Da kannst du jetzt dir selber überlegen, ob das funktioniert oder nicht. So, was wollte ich jetzt? Das hat mich rausgebracht. Scheiße. Gute Nacht, Med. Ich wollte mal in die Truhe gucken, vielleicht. Weiß ich nicht. Eisenpfeile ist top. Seelenstein top. Mana-Trank, ranzig. Stahlbeeren ist top. Irgendwas wollte ich gerade machen. Ah! Ich wollte mir einfach kack und dreist, wie ich bin, nochmal das Schild draufballern. Hat er automatisch eigentlich dann. Ah, okay. Das mit dem Schild finde ich nämlich echt nice. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Na, ich bin ja eigentlich so grundsätzlich in so Spielen, mache ich das ja so gar nicht, dass ich mir irgendwie Schilde gebe oder so. Aber hier ist es vielleicht nicht dumm, weil wir jeden Tropfen Energie sparen müssen, da dieses Fiebersystem einfach knallhart ist. Okay, vielleicht ist es doch nicht so groß, wie ich dachte, aber es ist wahnsinnig hübsch. Na, ich glaube, ich traue mich mal ganz kurz doch wieder die Fackel zu nehmen, damit ich hier noch ein bisschen was sehe. Aber hier waren wir schon. Ich glaube, hier so das Schatullending mit den beiden Büchern war schon eher so das Highlight hier, oder? Oder könnte... Da hinten ist wieder irgendwas, was mein Fieber steigen lässt, ne? Ah!
Really, I'm ticking. Really? Really? Ja, ich bin heute auch ziemlich anfällig. Weißt du, ich war 6 Tage lang unter freiem Himmel. Jetzt bin ich wieder in der realen Welt, wo mir irgendwelche kranken Kopfhörer mich beschallen wie die Wahnsinnigen. Natürlich bin ich faktisch shit, Empty King. Erstens erschrecken, zweitens freuen, drittens hast du nicht so viele Tore geschossen. Ich glaube schon, also erschrecken. LG, liebe Grüße an dich und alle an alle Chat. Empty King, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass ich so viele Tore geschossen habe. Aber ja, ich habe auf jeden Fall so viele Tore geschossen. Und 50 davon waren rückblickend betrachtet natürlich für dich. Das ist klar. Vielen lieben Dank, das ist unglaublich. Danke, danke, danke. Oh, scheiße, Mann. Was zum... Das hast du ausgelöst! Das hast du ausgelöst, Empty King! Ich mache ja nicht. So, ich hoffe, der beruhigt sich wieder. Aber wie cool. Wie cool, dass meine ganze Ding glitzert. Dadurch, dass ich ja so eine geile Magie-Erhöhung habe, kann ich das auch immer mal wieder einsetzen. Das kostet mich ja nicht so wirklich viel. Weil seht ihr, schon mal, wie schnell das mit meiner Magie wieder mittlerweile geht. Das haben wir richtig gut geskillt. Richtig gut. Holy, nicht schlecht. Aber die Fackel wollte ich wieder. Ja. So oft haben wir die Fackel nicht. Ich lasse sie mal noch auf Q. Muss jetzt noch nicht unbedingt das mir wieder auf die 8 oder so setzen. Ich glaube, ich werde eher mein Schild wieder öfter benutzen. Sobald ich Gegner sehe, ist das wahrscheinlich gar nicht so dumm. Oh Gott, da oben waren wir noch nicht, oder? Oder kommen wir da... Nee, da kommen wir her, ne? Ich hoffe es. Aha, wen haben wir denn da hinten? Dich sehe ich ganz genau. Burn, Höhlentroll. Wie er sich rafft. Wie er sich rafft. Und jetzt Vollgas. Yes! Ins Gesicht. Oh, die Kampfmusik ist so geil. Können wir mal länger kämpfen? Was bist du für ein Lappen? Trollfeld nehme ich. So. Oh, die Fiege. Die Ziege ist nicht leer. Jetzt ist sie leer. So, was ist das hier? Oi, 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 oi. Eine verzauberte Waffe. Die Eisenkriegsaxt der Auslaugung. Ey, ich laug mich aus hier. Wie? Ihr tragt so viel. Ja, ich weiß, ich muss demnächst mal was verkaufen. Ey, Auslaugung. Das ist ja, das klingt nach Gönnung. Und das ist Einhand, das ist eine Einhandwaffe. Schaden 11, was haben wir? Stahlschild war auch 11. Absorbiert 4 Punkte Ausdauer. Ja, laugt halt dann doch nur die Energie, aber und nicht das Leben, aber das ist schon okay. Ey, die leuchtet grün. Die hat gewonnen und die ist zweier nicht. Oh, never mind. Ich habe nichts gesagt. Zweihändig ist jetzt nicht der Spielstil, den ich eigentlich wollte. Die sieht echt fett aus. Ah, scheiße. Ich muss zugeben, ich finde sie... Oh, ich bin zu dick. Ich bin zu dick. Scheiße. Ja, okay. Wir müssen jetzt erstmal was loswerden. Wir haben hier so viel Zeug hier. Eine Eisenaxt fallen lassen. Top. So. Ach, Mist. Wir müssen jetzt gleich mal irgendwo was verkaufen. So, das Zeug erhöht mein Fieber, ne? Oh. Aber hier gibt's was. Groschen, Gift der Magielösung und Nägel. Yay. Und blauer Quarz. Blauer Quarz und eine Spitze. Oh, scheiße, ich kann nicht mehr schnell genug weg. Nein, lauf, 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 lauf. Okay. So, ich muss noch was da lassen. Haben wir noch irgendwas zu viel? Ich wollte ja eigentlich so ein bisschen mein Zeug sammeln. Hier, ein Eisenschild braucht kein Mensch. Reicht das? Oh, das... Schau mal, wie dick du bist. So. Ich glaube, wir laugen jetzt erstmal keinen aus. Aber ich glaube, das war... Ah! Oh Gott. Nein, das war's noch nicht. Oh Gott. Ich bin einfach noch nicht bereit für die Welt des Internets. Eindeutig. Stirb! Okay. Ah, diese Höhlentrollen sind eindeutig nicht sehr smart. Die sind eigentlich echt dumm.
Kann ich ja nicht ahnen, aber so besiege ich die. Weil die halt nicht so clever sind. So, können wir hier noch irgendwie rauf? Ist hier hinten noch irgendwie was versteckt? Sind die mal wieder richtig assi beim Verstecken? Sieht nicht so aus. Na, dann geht's ja. Alter, es hat 3.000, 4.000 Grad in dieser Wohnung, ey. Ich komm grad gar nicht klar. Scheiße. Oh Mann. So, wir nehmen noch einen Pilz mit. Den leckeren Waschfrauenpilz. Und natürlich nicht zu vergessen, ja, unsere Schlammmorchel. So. Okay, gut. Damit bin ich, glaube ich, zufrieden. Oh. So, ja, du hast völlig recht. Ich hätte vorher verkaufen sollen, vor dem Abenteuer. Da hast du vollkommen recht. Und es tut mir sehr leid, dass ich das vergessen habe. Aber wie ja gesagt, ich bin noch nicht so wirklich angekommen. Aber wir werden das gleich machen. Ich denke nämlich, dass wir mit der Höhle soweit fertig sind. Wo war hier denn der... Oh, da. Der Ausgang. Und dann klettern wir wieder hoch. Ja, es ist ein Troll, die müssen quasi dumm sein. Es steht in ihrer Definition. Das war ja eigentlich ein insgeheimer Diss an etliche hier im Chat, ja? Also, wenn wir mal so ehrlich sind. Eigentlich war das der übelste Diss. So, jetzt brauchen wir das nämlich nicht mehr. Können wieder wechseln. Und da wir jetzt aber auf dem Weg in Pentas Haus sind, wo wir ja schon waren, gehe ich mal davon aus, dass jetzt nicht so viel sein wird, dass wir noch großartig sammeln werden. Weshalb ich nicht nochmal zurückgehe, um jetzt zu verkaufen. Zum Beispiel die Küstenpirsche schon wieder. Oh Gott, da sind ganz schön viele laut Map. Kann das sein? Fatality! Holy shit. Macht das eigentlich einen Unterschied, ob ich das einhändig oder zweihändig mache? Don't know. Aber es waren drei. Es waren drei auf der Map. Also irgendwo ist hier sicherlich noch einer. Kurz ein bisschen die Augen offen halten. Oh, es ist so schön hier, ich möchte gar nicht mehr weggehen. Oh, sie haben das einfach so wahnsinnig toll hingekriegt. Oh. Da bin ich dann doch fast schon wieder zu Hause. Alte Baracke entdeckt. So viel zum Thema, ich werde nichts mehr finden. Finish him. Ah, jetzt habe ich auch so sehr einen Ball aufgenommen, das wollte ich nicht. Kann ich dir das Beil wieder hinlegen? Was? Wo? Ah, da ist doch Bogenschütze. Was eine Drecksau. Naja, eine alte Baracke, so viel... Alter, wie lange das noch brennt? Ja, gutes Holz, wa? Komm, das ist ein Bogenschütze, der sollte durch sein. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Knochen sind durch. Oh, ich bin ja fast tot. Holy shit, warte. Oh wow, ich bin fast tot. ...38% Fieber. Boah, ich bete ja, dass wir irgendwie schnell wieder an dieses Ambrosia-Zeug kommen. Ansonsten wird das übel. Truhe. Eisenpfeile, Teil 2. Ja, das sollte noch gehen. Laterne brauchen wir nicht. Oh, eine Schatulle. Easy. Was gibt's hier? Bronzeanhänger des Straßendiebschleichen wird 7% effektiver. Das ist nice. Und ein Silbergarn... Was? Garnetring? Ein Silbergarnetring. Oh, jetzt muss ich an Garnet denken. Final Fantasy 7. So schön. Apropos Ringe. Sieht man das? Wir hatten... Elementarzauber kostet 10% weniger. Das behalten wir definitiv. Was hatten wir bei Ringe? Noch gar nichts, ne? Das ist unser erster Ring. Sehen wir den auch an der Hand? Ja, wahrscheinlich, aber... Ne? Finger ist davor. Ah, hier liegen noch ein paar Groschen und wir werden in die Schatulle... Ne, wir werden nichts in die Schatulle zurücklegen. Weil ich ansonsten... Obwohl, es ist eigentlich wurscht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier nochmal herkommen? Hauptsache, ich habe den schon dreimal. Warum habe ich den Ring, den Anhänger doch schon dreimal? Ich meine, ich nehme ihn mit, der ist recht viel wert.
Der ist nicht viel wert, der wird abgelegt. Reicht das? Okay, ist top. So, da unten war sein Haus. Ich kann mich wirklich nicht mehr wirklich erinnern, außer ich sehe es vielleicht gleich. Schauen wir mal. Da sitzt wer vor der Tür. War das nicht das Haus, das abgesperrt war? Kann das sein? Was? Ja, genau, das war das, was abgesperrt war. Ich erinnere mich. Aber was war das denn? Was hat die da hinten gemacht? Die hat da einen Schlüssel hingelegt und der war da vorher nicht. Also entweder war er da nicht oder sie hat ihn, also, und sie hat ihn da hingelegt oder sie hat, also sie, sag ich jetzt mal, sah weiblich aus von der Seite oder sie hat nur den, wie soll ich sagen? Den Hinweis gegeben. Und der lag vorher schon da. Weiß ich aber nicht. War auf jeden Fall jetzt ein bisschen komisch. Wir können da jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, da kann nichts Gutes auf uns warten. Ich nehme mal lieber da mal vorne nochmal einen Schluck. Was erwartet uns hier? Irgendwas bewegt sich. Irgendwas bewegt sich hier. Hier sind drei Sachen, die wohl interessant sind. Hä? Ach Scheiße, ich darf ja nichts mehr aufnehmen, ey. Ach, scheiße. Ich darf ja absolut gar nichts mehr aufnehmen. Boah, ich muss dringend schauen, dass ich was loswerde. Arcana Doppelbock. Schon lecker, ne? I've got balls of steel. Netzab! Wow, ey. Vielen Dank für deinen 21. Sub in Folge. Danke dir, mein lieber Netzab. Da haben wir eh schon den kleinen Rucksack. Und dann haben wir nicht noch was von diesen lustigen Dingern, die wir essen können? Zufälligerweise? Nee. Doof. Warum haben wir einen Eisentopf mit? Weg damit. Vielleicht ist hier auch nichts, aber auf jeden Fall muss in der Bude was passiert sein. Hier ist nämlich ein ungeschützter Tisch. Ich bin mir sicher, Nico. Sonst würde ich das doch nicht alles sagen. Oh, really? Was soll ich jetzt machen? Nichts. Was? Ich sagte, du sollst nichts machen. Was auch immer Mathildas Gründe waren, es geht uns nichts an. Sie und dieser Meldor sind es, die sich am Ende vor Malphas verantworten müssen. Und nicht wir. Aber... Kein Aber, Panthers. Wenn dieser Mann seinem eigenen Bruder so etwas antut, dann wird er dieses Geheimnis schützen wollen. Ganz egal, was passiert. Liebes Shure-Item, könnt ihr aufhören mit diesen dreckigen Jumpscares? Die sind so unnötig. Okay. Also. Irgendwas stimmt wohl mit der Familie da nicht. Jetzt bin ich ultra neugierig. Aha, Enzyklopädie, Arcana, Magitasor. Haben wir das nicht schon? Keine Ahnung. Nehme ich mit, ist vielleicht ein bisschen was wert. Aha. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier einfach nur Flashbacks halt haben. Das ist ja schön eingerichtet. Hier ist eine umgefallene Vase. Kleidung, das braucht man nicht. Buch. Da ist wieder der Doppelbock.
Gucken wir mal hier kurz in den Schrank rein. Nägel, Silber, Schüssel brauchen wir nicht. Ich habe bestimmt übelst viel Crap dabei, weil ich ja ganz am Anfang sau viel aufgenommen habe. So, jetzt bin ich... Aber jetzt weiß ich, egal wo ich interagiere... Boah, das war ein schönes Bild, schau mal. Das ist richtig schön. Kommt ein Jumpscare, also ich bin jetzt mal ganz ruhig. Ah ja? Und woher kommt das so plötzlich? Es kam einfach heute Morgen. Ich... Heute Morgen? Wann? Auf dem Schiff. Ich weiß, es klingt seltsam, aber es fühlt sich einfach richtig an. Wenn er dir nicht gefällt, können wir natürlich auch einen anderen nehmen. Es ist ja noch ein wenig hin. Nein, nein. Er gefällt mir. Damit wird sie glücklich. Okay. Damit konnte ich jetzt gar nichts anfangen. Null Peil, was da passiert ist. Aber hier ist was passiert. Hier liegt nämlich Blut ohne Ende. Der Heilige Orden, kann das was? Na komm, wir nehmen es mit. Wir wollen ja irgendwann auch mal eine eigene Büchersammlung haben, ne? Durchsuchen, Korb, Groschen, Lederhaut. Lederstreifen, glaube ich, kann man gebrauchen. Ja, Lederhaut auch, komm, geht schon noch. Ist noch ein Korb. Ah, Lederstreifen gehen immer, noch eine Lederhaut. Das könnte ich tatsächlich gerade nicht mitnehmen. Aber wir werden nochmal schnell einen Blick auf den ganzen unnützen Scheiß nehmen, den wir hier haben. Vielleicht... Hier, ich habe zum Beispiel zwei Hobel. Warum zum Fick habe ich zwei Hobel? Ich weiß es nicht. Ich habe auch hier ein Werkzeughammer und ein Zeughammer. Aus unerklärlichen Gründen. Ich sage ja, ich habe am Anfang echt eine Menge Scheiße aufgenommen. Man möge es mir rückblickend ver... Hier. Hier. Fucking Silberkerzenständer. Aber noch könnte ich vielleicht verkaufen, wenn wir nichts finden. So. Ja. Ist warm quasi. So, was ging hier? Leerer Kleiderschrank, leerer Kleiderschrank, leere Weinflasche. Hier ist alles leer, ey. Hier hat sich irgendeiner bedient. Zauberbuch Panik? Zauberbuch Schwertbeschwörung. Oh. Tisch? Oh, die Schatulle. Groschen. Die Schatulle ist zu. Okay, das ist offen. Ring der Läuterung und Ring des Fährtenlesens. Läuterung. Zauber der Lichtmagie benötigen 7% weniger Mana. Und schleichende 7% effektiver. Das können wir wohl noch mitnehmen. Und jetzt kommt die große Frage. Wie viele Ringe dürfen wir eigentlich tragen? Zwei. Okay, zwei. Nee. Nee, Quatsch. Einen? Ich darf nur einen Ring tragen? Alter, der Junge hat 10 Finger. Bitch, please. Really? Sogar bei Dark Souls kann man 4 tragen. Come on. Ja, aber dann natürlich einen, der irgendwas effektiver macht. Zauber der Lichtmagie. Ich glaube, wir nehmen das des Fährtenlesers. Das ist schon okay. Aber was ging hier ab? Also hier sind irgendwie Glasscherben und halt eine Menge Blut. Jetzt schauen wir mal. Das ist doch Irrsinn, Leute. Hörst du dir eigentlich zu? Mach das doch nicht schwerer, als es eh schon ist, verdammt. Glaubst du, uns fällt das leicht? Deine Chancen sind am besten, wenn du kooperierst. Chancen? Im besten Fall verbringe ich den Rest meines Lebens im Gefängnis, verdammt nochmal. Wer auch immer euch diesen Schwachsinn erzählt hat, lügt. Und das weißt du. Jetzt haltet ihr euer verdammtes Schandmaul. Ich zähle bis drei. Wenn ihr bis dahin dieses Buttermesser nicht fallen gelassen habt, werdet ihr es bereuen. Ja? Weil ihr mich töten werdet, richtig? Bist du denn so blind, Jael? Dieser Kerl ist kein Gardist, sondern ein Söldner. Eins. Herr, ich denke, es gibt keinen Grund. Zwei. Drei. Okay.
Okay. Jetzt wissen wir wenigstens mal die Szene, wie er quasi dann umgekommen ist, weil er sich halt geweigert hat, weil er wusste, er wird sowieso den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Puh. Okay. Schau mal. Ich wollte gerade sagen, schau mal, ob wir noch nach einem Hinweis finden. Die Frau ist wieder da. Hallo? Würden Sie bitte nicht von mir weggehen, wenn ich auf Sie zukomme? Oder gibst du mir jetzt nur wieder einen Hinweis? Was? Wo kommt die Frau her? Und dann hat sie gerade einfach nur so gemacht. Irgendwo da hinten muss irgendwas sein. Hey, Mann. Mein Junge. Schön, dass du da bist. Na? Ey. Einen schönen. Aber jetzt frage ich mich, was hat sie da hinten gemeint? Oh Gott, ich bin ganz aufgeregt. So eine tolle Geschichte. Aber jetzt muss ich erstmal, ich darf doch irgendwas Neues lernen jetzt hier, oder nicht? Was war das? Schwert beschwören und Panik. Kreaturen und Menschen bis Stufe 5 fliehen für 7 Sekunden. Wow. Für 7 Sekunden. Aber das mit dem Schwert beschwören klang erstmal super interessant. Wir gucken mal. Schwertbeschwören. Wo könnte das denn sein? Hier. Magisches Schwertbeschwören. Erschaffe ein magisches Schwert der Stufe 5 für 120 Sekunden. Machen wir mal. Favoritum. Das möchte ich mir nochmal ganz kurz anschauen. Sieht das geil aus? Ey, dann können wir ja die ganze Zeit Magiewaffen haben, weil wir sowieso nur mit Magie arbeiten. Und scheiß auf irgendwelche Schwerter. Ich weiß jetzt halt nicht, wie viel Schaden das macht, weil ich nicht weiß, wie viel Stufe 5 bedeutet. Aber an sich ist das ziemlich nice erstmal. Dann habe ich nämlich einfach die ganze Zeit einen Schwertzauber in der Hand und auf der anderen Seite noch meinen Flammenzauber. Das klingt ziemlich nice. Okay. Cool. Haben wir auf jeden Fall was sehr Hübsches gefunden. So, der hat jetzt irgendwo da hinten hingezeigt. Was bedeutet das? Muss ich da hinten auf den Berg rauf? Was sagt denn... Oh mein Gott, wir waren überall schon... Könnt ihr euch das vorstellen? Bevor wir nach Flussheim kamen, waren wir hier drüben ja bei Jeros Haus. Und haben dann hier sein Zeug gesucht, ja? So. Und dann sind wir ja hier rüber gelaufen, um letztendlich nach Flussheim zu kommen. Haben aber vorher die Glimmerstaubhöhle entdeckt. Und in dieser Glimmerstaubhöhle waren wir schon. Und in der Glimmerstaubhöhle geht aber wahrscheinlich der Hinweis weiter um eine ganze Geschichte. Das ist doch verrückt. Völlig verrückt. Erst so ein Wulf-Hörbuch. Ja, Mann, dann stell dir vor, wie ich dir winke. Ach du Schande. Okay. Stufe 5. Ach Quatsch. Das ist doch jetzt nicht schon das Beste. Es sieht aber ziemlich fett aus, ehrlich gesagt. Die Glimmerstaubhöhle. Wir waren da schon in dieser Glimmerstaubhöhle. Ich glaube es nicht. Dann haben wir quasi eine richtig krasse Questreihe schon abgeschlossen. Also schon uns angeguckt, ohne dass wir das eigentlich wollten. Da bin ich mal gespannt, was uns jetzt in dieser Glimmerstaubhöhle erwartet. Denn wir haben ja, wenn dann nur eine vielleicht leere Glimmerstaubhöhle gesehen. Ah, in der Glimmerstaubhöhle waren doch dann die drei Banditen, ne? Da waren die drei Banditen, ich erinnere mich. Ob die wohl wieder da sind, jetzt so nach 6 Tagen?